Frau Lemke, vielleicht die erste Frage an Sie. Wie fühlt sich das an für Sie als Grüne, wenn man plötzlich von Friedrich Merz angeflirtet wird, politisch? Wir registrieren, dass die CDU Koalitionsdiskussionen führt. Ich halte das für zu früh. Wir sind zwei Jahre ungefähr vor der Bundestagswahl. Wir haben noch ein ziemliches Programm abzuarbeiten. Aber dass langsam die Überlegungen beginnen, ob die CDU Koalitionspartner hat, ob sie mit den Grünen koalieren möchte oder mit der SPD, das registrieren wir. Wir sind am Arbeiten, das ist das Entscheidende. Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Mein Blick geht zu Michael Brücker. Das kann nur Frau Lemke so trocken sagen. Ne? Ich frage Sie, wie Sie den Flirtversuch von Friedrich Merz findet und Sie sagt, wir registrieren das. Ja, ich habe die charmante Äußerung in dieser jetzt gerade auch vergeblich gesucht, aber vielleicht liegt das daran, dass Frau Lemke inhaltlich ja recht hat, nämlich es ist ein Jahr zu früh und jeder weiß, dass man strategische Diskussionen natürlich nicht jetzt schon im Vorab schließt. Aber es ist wahnsinnig spannend, was da gerade passiert. Ne? Ich wundere mich schon, warum er das so früh thematisiert hat, weil es ist tatsächlich gerade überhaupt nicht die Zeit dafür. Ja. Aber wie fühlen Sie sich, Frau Lemke? Sie waren ja von Friedrich Merz zum Hauptgegner erklärt worden. Sie erinnern sich? Und also jetzt sind Sie plötzlich das, sozusagen... Bei mir löst das keine Gefühle aus, Herr Lanz. Entschuldigung, da gucke ich tatsächlich nüchtern drauf. Wir reden über Koalition, wir reden nicht über Partnerschaften, sondern über politische Zweckbündnisse, um Regierungen zu stellen, um Inhalte durchzusetzen. Aber Sie waren doch der Hauptgegner eben noch. Ja, aber wir haben auch damals schon gesagt, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Mhm. Das ist eine ganz alte politische Regel. Ja. Und in diesen Zeiten Koalitionsoptionen, außer mit Rechtsextremisten auszuschließen, das sind einfach nicht mehr die Zeiten, weil sich diese politischen Differenzen, diese Gräben, die Lager ja längst aufgelöst haben. Und Bundesländern inzwischen alle Koalitionsoptionen ausprobiert worden sind. Das ja, Frau Lemke, aber nochmal, also man hat sie dermaßen, wie soll man sagen, also verächtlich gemacht, nicht Sie persönlich, aber doch heute auch Sie persönlich oder gestern war es vielmehr, hören wir gleich noch was dazu, aber die Grünen zum Hauptgegner erklärt und so weiter und sozusagen Robert Habeck war der Satan mit der Wärmepumpe und plötzlich dieser Flirtversuch. Was kriegt man da? Kriegt man da Angst oder ist das die Faszination des Grauens? Es war vollkommen klar, dass das politisches Schattenboxen ist, dass dieser Ausschluss, das was Herr Merz gemacht hat damals genau, dass das dazu diente, sich abzugrenzen und den Gegner, den politischen Gegner zu diffamieren auf eine Art und Weise. Das müssen Sie Herr Merz fragen, ob er das so wiederholen würde, ob er das im Nachhinein vielleicht keine gute Entscheidung fand, das kann ich für ihn nicht beantworten. Klar ist, dass demokratische Parteien untereinander koalitionsfähig sein müssen und das sind sie. Und welche Konstellation dann Mehrheiten erringt, das entscheiden in einer Demokratie glücklicherweise die Wählerinnen und Wähler. Darf ich trotzdem noch mal fragen, Sie könnten sich das vorstellen, ja? Wir hatten eine erfolgreiche schwarz-grüne Koalition in Hessen, die CDU aus meiner Sicht aus vollkommen fadenscheinigen Gründen beendet hat, weil sie sich einen Standortvorteil davon versprochen hat, aber deshalb eine gute Regierungsarbeit nicht fortzusetzen. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Entscheidung für die CDU war. Wir Grüne können Regierungsarbeit, wir können Oppositionsarbeit und haben Koalitionsverträge an unseren Inhalten orientiert. Und Sie würden und wir mit haben Friedrich verschiedene Merz Optionen inzwischen in den Ländern erprobt. Aber es hängt ja auch, ich meine, Sie spielen das jetzt so super nüchtern runter, weil Sie ein Profi sind. Aber es geht natürlich auch um handelnde Personen. Also jetzt mit Friedrich Merz am Kabinettstisch zu sitzen, können Sie sich vorstellen? Ich war im Koalitionsausschuss, als Gerhard Schröder Bundeskanzler für die SPD gewesen ist. Das waren, und Wolfgang Clement für die SPD Wirtschaftsminister gewesen ist. Das waren auch schwierige Szenen, sag ich mal. Und dass Friedrich Merz jetzt, ich würde mal sagen, verbal über die Stränge geschlagen hat, mit diesem die Grünen sind die Hauptgegner und Sie haben die Worte ja alle beschrieben, das war klar, dass er das nicht durchhalten kann. Dass er es jetzt schon korrigiert hat, ist früh, aber richtig. Es ist einfach richtig, was er gemacht hat. Ja, wir haben eine sehr, sehr schöne Szene gefunden aus einer ZDF-Doku, Teuerland, vom 15. November 2022. Sie erinnern sich? Nein. Da gibt es eine herrliche Szene, da haben Sie Friedrich Merz im Fahrstuhl getroffen. Erinnern Sie sich daran? An diese Szene erinnere ich mich, ja. Und da würde ich sagen, also ich sehe da Liebe. Wir hören mal kurz rein. Auf dem Weg zur Fraktionssitzung trifft er die grüne Umweltministerin Steffi Lemke zufällig im Aufzug. Kommen Sie rein, mit uns geht's aufwärts, Frau Lemke. Ja, deshalb haben Sie jetzt mich dabei. Ja, absolut. Ne? Das macht den Aufzug.
Zug etwas schwerer. Leichtgängiger, wollten Sie sagen, bin ich mir ganz sicher. Außerdem ist der Fraktionsebene noch nicht das Höchste, ne? Nein, also auf die Kuppel gehen wir noch. So, dann fröhliches Regieren. Ja, fröhliches Politisieren. Der Bundeskanzler macht den ja leicht. Und in die Entscheidung. Das kommentiere ich jetzt nicht. Aber Sie wissen, wie das Netz diese Szene kommentiert hat, ja? Nee. Dass Herr Merz im Flirten noch Luft nach oben hätte. Ja, aber ich fand den Eingangssatz, also wie Herr Quent das sieht, der auch ein politischer Beobachter ist, mit uns geht es nach oben, mit uns, mit der CDU, fand ich schon mal einen sehr guten Eingangssatz, ne? Ja, das ist, lässt Interpretationsspielräume zu. Ja. Und ich meine, auch diese Interpretationsspielräume waren ja immer da. Die CDU hat in mehreren Bundesländern mit den Grünen regiert. Deswegen ist ja diese Kampagne, die in dem letzten Jahr gelaufen ist oder in den letzten zwei Jahren, auch so gefährlich für die CDU. Ja, es ist ein Stück weit ein Spiel mit dem Feuer. Man sägt am Ast, auf dem man in Teilen sitzt und in den nächsten Koalitionen sitzen wird. Ja, mich würde mal interessieren, und danach auch erzählt uns vielleicht Herr Brücker, wie es wirklich läuft. Ich meine, dann schenkt er ihnen dermaßen ein, Tag für Tag, im Parlament und öffentlich und über die Medien. Und dann trifft man sich so privat, so halb privat im Fahrstuhl, und dann kommt so ein nettes Gespräch dabei heraus. Das heißt, mögen sie sich eigentlich und spielen die Gegnerschaft nur, oder ist es umgekehrt? Also man muss dazu sagen, dass diese Szene, die Sie gerade eingespielt haben, ja passiert ist, bevor dieses Ausrufen der Grünen zum Hauptgegner von Friedrich Merz vorgenommen worden ist. Ja. Es hat nichts mit Mögen zu tun. Das ist für mich in der Politik wirklich keine Kategorie. Wir arbeiten zusammen mit Personen. Ob ich die mag oder nicht, ist nicht das Ausschlaggebende, sondern ob wir gemeinsam für die Menschen in diesem Land was Positives bewegen können. Okay. Und das funktioniert mal besser und mal schlechter, wie jede Regierung auch die aktuelle beweist. Okay. Und dass Dreierkonstellationen, so wie wir sie im Moment haben, drei Koalitionspartner, dann noch mal schwieriger sind als zwei Koalitionspartner, das erleben wir halt auch gerade. Dann frage ich noch mal anders, mögen Sie Markus Söder? Ich sage Ihnen noch mal, das ist für mich in der Politik keine Kategorie. Aber jetzt ich mag meine Freunde auch, beispielsweise. Ich glaube, dass Markus Söder gestern etwas sehr Dummes gemacht hat, indem er einen völlig ahistorischen Vergleich herangezogen hat, der Menschen wie mich, die für Freiheit und Demokratie auf der Straße gewesen sind und bewaffneten Polizisten gegenübergestanden haben, die dabei waren, die Hunde von der Leine zu lassen und mir vorzuwerfen, dass ich irgendwelche Parallelen zu dieser Person, zu Margot Honecker habe. Das ist dumm, das ist infam, aber ich glaube, Markus Söder lebt auch irgendwie in einer eigenen Welt. Und das scheint einfach ein großes Bierzelt zu sein. Diese Welt, in der er lebt, meinen Sie? Anscheinend. Also anders ist das ja nicht zu erklären, dass ein Ministerpräsident eine Regierungsmitglied der Bundesebene auf eine solche Art und Weise diffamiert und ahistorische Vergleiche heranzieht, die letzten Endes die friedliche Revolution ein Stück weit auch mit diffamiert dadurch. Oder völlige Geschichtsunkenntnis auch offensichtlich über das, was Margot Honecker im ostdeutschen Bildungssystem angerichtet hat, was sie mit jungen Menschen in diesem System vollzogen hat, mit Jugendwerkhöfen etc. Das scheint ihm alles unbekannt zu sein. Ja, ganz kurz mal fragen, Sie durften doch nicht studieren, ne? Mir wurde das Studium, der Zugang zum Abitur in der DDR verweigert, ja. Von dem Bildungssystem, was Margot Honecker vertreten hat, deswegen in diesem Land ich. Errichtet hat, ja. Aber unabhängig von meiner persönlichen Biografie, finde ich, ist es inakzeptabel, dass ein Ministerpräsident solche Äußerungen tut. Aber ehrlich gesagt, ich möchte dem auch nicht mehr Aufmerksamkeit geben, als nötig ist, weil Markus Söder redet einfach auch viel, wenn der Tag lang ist. Wir reden gleich mit Michael Brücker und Ihnen auch noch mal darüber. Wir sollten trotzdem das einmal einspielen, weil es hatte eine andere Qualität. Das war ging ja nicht nur gegen Sie, sondern es wurde da sehr grundsätzlich. Und natürlich, es war Bierzelt und es war politischer Aschermittwoch. Und da teilt man mal ein bisschen kräftiger aus. Das will ich mit Aschermittwoch wirklich nicht entschuldigen. Genau. Das hat er auch bewusst gemacht. Das hat er sich nicht beim Bier benebelt ausgedacht, sondern das war ein gezieltes Diffamieren meiner Person, aber auch meiner Biografie letzten Endes und damit von vielen Menschen aus Ostdeutschland. Interessant. Wir hören mal kurz rein. Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang?
Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde, als Schutzhund. Ja? Wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freunde und Freunde. Kein Schwarz-Grün. Die Grünen sind nicht regierungsfähig, weder in Bayern noch Berlin. Und deswegen, wir wollen keine Verlängerung. Es kann doch keiner im Ernst wollen, dass die Grünen nach dieser miesen Leistung jetzt dann in der nächsten Bundesregierung sind. Ich finde, Habeck, Baerbock und Frau Lang brauchen endlich eine Auszeit, liebe Freunde und Freunde, und keine Regierungsbank, auf der sie sitzen. Und nicht immer neue Auflagen. Die grüne Umweltministerin Frau Lemke ist da übrigens ein Musterbeispiel. Diese grüne Margot Honecker, liebe Freunde und Freunde, ja? Die Grünen machen so viel Mist, eigentlich müssten die selbst unter die Düngeverordnung fallen, liebe Freundinnen und Freunde. Viel zu lange Einspieler für das, was er da von sich gegeben hat, nach meinem Geschmack. Herr Lanz, ich finde, das es ist völlig für egal, ob wir das zeigen oder nicht, Frau Lemke, das ist millionenfach bereits geteilt und verbreitet. Es ist für unser Land problematisch, wenn ein Ministerpräsident, egal wo und in welchem Raum, solche Äußerungen von sich gibt. Ich glaube, das ist ein Problem für den politischen... Ja, aber wenn wir sie nicht zeigen, wird es nicht besser, ne? Er hat ja genug Aufmerksamkeit damit erhalten. Aber es ist ein Problem, wenn der politische Diskurs von einer demokratischen Partei, und das ist die CSU unbestritten, von einer demokratischen Partei auf diese Art und Weise vergiftet wird. Mhm. Und andererseits völlig klar ist, Sie haben das Beispiel Friedrich Merz gerade genannt, dass natürlich auch die CSU im Zweifelsfall auf Bundesebene eine Koalition mit den Grünen eingehen würde. Das ist die politische Dimension daran. Auch was immer da jetzt erzählt wird, auch von Herrn Dobrindt, wenn die politischen Verhältnisse das erfordern, um unser Land voranzubringen, müssen demokratische Parteien miteinander koalitionsfähig sein, egal ob man sich mag oder nicht. Aber deshalb sollte man so hoch auf den Baum nicht hinaufsteigen, weil dann der Weg nach unten einfach länger ist. Also ich verstehe den Punkt. Ne? Man kann sagen, pass auf, über diese Stöckchen springen wir nicht und zeig es einfach nicht, ignoriere es einfach. Das ist aber nicht unser Job, sondern unser Job ist es natürlich irgendwie und gerade an einem Abend wie heute, Sie natürlich zu fragen, was Ihnen durch den Kopf geht und auch angesichts Ihrer Biografie, wenn Sie so etwas hören. Herr Brücker, was ist das? Also die politische Dimension, um mal hinten anzufangen, hat Frau Lemke eben kurz angedeutet. Da gibt es jemanden wie Friedrich Merz, der plötzlich ganz klare Signale sendet. Die Grünen übrigens auch und sagen, na ja, also das mit der CDU, das könnten wir uns vielleicht doch vorstellen, obwohl wir sie zum Hauptgegner erklärt haben. Und wir haben in der Sendung auch schon einige Male, auch wir beide, darüber gesprochen, dass das taktisch eigentlich unklug ist. Ja, wenn du irgendwann Koalitionspartner brauchst, wirst du genau diese Grünen brauchen möglicherweise. Und das hat er jetzt offenbar gemerkt. Und dann kommt das aus Bayern. Was ist denn da gerade, um mal hinten anzufangen, in der CDU-CSU los? Ja, die entscheidende Frage ist genau das. Es gibt einen strategischen Machtkampf zwischen Markus Söder und Friedrich Merz. Was er innerlich gesagt hat, ist aus meiner Sicht eine persönliche Diffamierung, die nicht geht, erst auch nicht an einem politischen Aschermittwoch. Ich finde es wirklich unmöglich. Dahinter steckt aber der strategische Machtkampf eines CSU-Ministerpräsidenten, der gegen die Grünen die Landtagswahl gewonnen hat. Explizit, indem er die Koalition ausgeschlossen hat und das zu einem Boost in seinen Umfragen geführt hat. Den größten Applaus, den ein CSU-Politiker im Bayerischen Schützenfest oder im Bierzelt bekommt, ist eine Attacke gegen die Grünen. Ja, das weiß auch Hubert Aiwanger zu nutzen. Das weiß auch Hubert Aiwanger zu nutzen und hat es für sich genutzt. Und Söder brauchte ja die Grünen auch nicht als strategisches Momentum. Anders bei Friedrich Merz, der sich inzwischen intern auch bei grünen Führungskräften, soweit wir wissen, entschuldigt hat für seine Äußerung. Er hat das so nicht gemeint. Er hat gesagt, mit dem Hauptgegner. Mit dem Hauptgegner. Er sieht es so nicht. Er hat auch ein gutes Verhältnis durchaus zu zum Beispiel Frau Lang oder auch Herrn Habeck. Ja, auch zu Frau Lemke haben wir ja gesehen im Fahrstuhl. Also, dass sie jetzt nicht gerade Schmetterlinge im Bauch hat, wenn sie Friedrich Merz begegnet, finde ich auch in Ordnung. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Nein, aber natürlich, wenn Menschen so miteinander reden, dann kann man sich auch vorstellen, dass sie zusammen arbeiten. Das ist professioneller als das zwischen Markus Söder und einigen Grünen. Und dahinter steckt die Frage, wer hat die strategische Antwort darauf, wie die CDU-CSU regierungsfähig wird. Und da ist aus meiner Sicht natürlich Friedrich Merz im Lied, denn er braucht ja möglicherweise beide Partner, um ein Level Playing Field zu haben, um Verhandlungen zu führen. Er kann weder die Tür zu den Grünen zumachen, noch sich der SPD an den Hals hängen. Insofern weiß Friedrich Merz, dass er das Verhältnis zu den Grünen nicht kaputt machen darf. Er weiß aber auch, dass sein Wirtschaftsflügel, dass die Junge Union jedes Mal jubelt, wenn es gegen die Grünen geht. Denn die Grünen haben in den letzten zwei Jahren in diesem bürgerlichen Lager, wo sie immer schon kritisch gesehen wurden, in dem Wirtschaftsliberalen, man kann das definieren, wie man möchte, haben sie viele Widerstände
auf sich gezogen. Und deswegen sind sie ein Klassiker in jeder Wahlkampfrede. Und trotzdem weiß Friedrich Merz, am Ende ist eine Jamaika-Koalition oder eine schwarz-grüne Koalition deutlich wahrscheinlicher als eine mit einer sehr geschrumpften SPD. Und das wissen die Grünen auch. Und darf ich noch mal fragen, Sie haben ja da gute Drähte rein in die Parteizentralen. War das abgesprochen? Nein. Also ich frage anders, wie sehr brennt da der Busch? Dass er brennt, kann ich mir vorstellen. Also aus Sicht von Friedrich Merz ist Markus Söder eine Loose Cannon. Markus Söder die lose Bordkanone. Es gibt zwar jeden Montag eine Schalte zwischen den Führungskräften, Friedrich Merz, Markus Söder, auch Carsten Lindemann ist dabei, aber da kündigt ja Markus Söder nicht den Gag im politischen Aschermittwoch an, sondern der sagt dann, ich werde mich wieder wie immer an den Grünen arbeiten. Es war kein Gag. Nee, Entschuldigung, ich hatte es ja gerade eben, glaube ich, auch schon deutlich gemacht, was es für mich war, diese Sache. Also ich sage meinte ja nicht den konkreten, sondern kündigt nicht einen Gag beim politischen Aschermittwoch an. Mhm. Über die Äußerung hatte ich mich ja gerade schon deutlich geäußert, Frau Lemke. Sondern er sagt das, was er dann immer macht, nämlich ich arbeite mich an den Grünen ab, macht euch da mal keine Sorgen. Der gibt ja nicht seine Rede im Manuskript vorab dem Friedrich Merz. Und im Umfeld von Friedrich Merz war man auch nicht not amused, wie man sagt, gestern und heute über diesen, weil das macht ihm natürlich die Strategie kaputt, gerade Drähte wieder zu finden, um die SPD auch unter Druck zu setzen, im Wahlkampf zu sagen, wir können mit den Grünen. Wir haben auch eine Alternative, wenn es mit euch läuft. Wir haben eine Alternative und deswegen wird es auch keinen Ausschluss geben. Söder spielt damit, Söder will in den Beliebtheitsranglisten schauen, ob das eigentlich zieht, ob er vielleicht doch nochmal angreifen kann als Kanzlerkandidat. Ist das immer noch der alte Traum? Natürlich. Am Ende, wenn Markus Söder deutlich vor Friedrich Merz ist in den Umfragen, in den Persönlichkeiten, Werten. Darum geht es ja nur. Dann wird er das machen, was er immer gesagt hat. Es muss der Kanzlerkandidat werden, der am meisten Stimmen ziehen kann, also der am beliebtesten ist. Und wenn Söder deutlich vor Merz wäre, wird er schon dafür sorgen, dass es eine Bewegung zu ihm gibt. Und das kann Merz natürlich nicht wollen. Also insofern dieser Machtkampf zwischen den beiden, der ist täglich vorhanden. Ja, aber wissen Sie, was mich daran wirklich stört, dass das inzwischen Ausmaße annimmt, die bei den Bürgern tatsächlich ankommen und die sich fragen, was soll das? Solche Reden? Ja, natürlich, oder? Das ist ja nicht ein Einzelfall. Es ist ja, die Grünen hatten im bayerischen Wahlkampf Angriffe auf eine Art und Weise an den Wahlkampfständen, wo es wirklich ins Physische gegangen ist, wo Leute Angst hatten, sich noch demokratisch zu engagieren. Und wir wissen, dass aus Worten Taten werden, geworden sind. Hat den Mord an Walter Lübcke gegeben. Und deshalb sage ich, dass einerseits dieses politische Schattenboxen, was ja nur parteiintern ist, es hat ja mit der Bevölkerung, mit den Menschen in unserem Land überhaupt nichts zu tun, dieser Machtkampf zwischen Söder und Merz, dass das in diesen Zeiten einfach unangemessen ist. Und dass man zweitens damit aufs Konto derjenigen einzahlt, die tatsächlich daran arbeiten, Demokratie zu zerstören. Weil Sie, bevor wir gleich zu Matthias Quent kommen, Sie sagen Machtkampf. Sie gehen also davon aus, dass es den gibt. Jein, ich sag mal ganz klipp und klar jein, weil ich nicht weiß, ob Markus Söder am Ende des Tages springen wird. Das haben Sie ja auch gerade angedeutet. Er wartet ab, was er immer getan hat, aber irgendwann müsste er sich ja mal entscheiden. Mhm. Und dass seinen Worten, weil er permanent einen Zickzackkurs fährt, da wenig Glauben geschenkt wird, Bäume umarmen und solche Dinge, da hat er sich ja einen Ruf erarbeitet. Aber ich halte das für unser Land, für die Demokratie, die so unter Druck ist, die angegriffen wird von Leuten, die sich auf die Schenkel klopfen, wenn solche Szenen passieren, weil sie genau wissen, dass das gegen alle demokratischen Parteien letzten Endes einzahlt. Also fairerweise muss man sagen, dass es das natürlich auch umgekehrt gibt. Ich kenne Äußerungen von der Grünen Jugend über CDU-Politiker von Amthor oder Mario Vogt in Thüringen, die grenzwertig sind, weil sie die natürlich gerne als Mini-Nazis oder so beschreiben. Ich erinnere mich auch an Lars Klingbeil im Wahlkampf, Armin Laschet als Mini-Trump zu bezeichnen. Also man kennt das auch. Ich nehme da niemanden in Schutz, auch aus meinem eigenen Laden. Ja, ich wollte es nur einmal einordnen. Diese raufbeutige Rhetorik gerade in Wahlkämpfen kann die linke Seite des Spektrums mindestens so gut wie die rechte. Und entweder beide Seiten kommen zu einem professionellen Miteinander, gerade im Diskurs. Oder am Ende bleibt es dabei, dass die Ränder gestärkt werden, weil die politischen Parteien der Mitte nicht in der Lage sind, seriös, professionell miteinander umzugehen. Merkt man da die Nervosität auch vor der AfD, Herr Quent? Und ist sozusagen die AfD dann am Ende der lachende Fünfte sozusagen? Das ist die AfD, es ist nicht nur die AfD und es ist auch nicht nur die Angst vor der AfD, sondern es ist aus meiner Sicht auch eine große Unsicherheit, eine inhaltliche wie auch politische generelle Verunsicherung, die daraus spricht. Ich will noch einen Aspekt hinzufügen, was auch gestern stattgefunden hat. Mhm. Ja, der politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach in Baden-Württemberg musste abgesagt werden, weil es teils Ausschreitungen, also ein Auto wurde beschädigt, es gab Blockaden davor gegeben hat. Das ist
schon ein Ausmaß. Dafür ist jetzt nicht Markus Söder verantwortlich mit seinen Worten. Mhm. Ja, aber wir erleben doch eine Radikalisierung in Teilen des politischen Diskurses. Das sind solche Äußerungen, die geschichtsvergessen sind. Das sind die noch deutlich aggressiveren Anfeindungen, die aus der AfD kommen, aber die dadurch natürlich eine Art Legitimierung erfahren, wenn man feststellt, okay, es gibt hier eine... Ich verstehe auch das Kalkül von Markus Söder und von der CDU, wenn man sagt, also diese Polarisierung, die wir wissenschaftlich messen können. Ja, auf dem einen Spektrum sozusagen des Koordinatensystems stehen die Grünen und die maximale Antipode dagegen ist die AfD und die Unzufriedenheit, die in die Regierung projiziert wird und real vorhanden wird, davon profitiert insbesondere die AfD. Ich verstehe, wenn Markus Söder sagt, er will das ersetzen, aber er ist eben nicht die grüne Jugend. Ja, er ist ein Ministerpräsident, ein sehr einflussreicher Ministerpräsident und das macht was mit dem politischen Diskurs und führt dazu, das ist ja die Strategie, immer zu provozieren, die Grenzen des Sagbaren auszuweiten und sowas. Wer will das jetzt noch kritisieren, wenn die AfD sich entsprechend äußert? Ja? Und schon ist wieder ein bisschen im demokratischen Diskurs verroht. Mhm. Es gibt noch ein Beispiel, was ich gerne dem hinzufügen würde. Karneval in Aachen, wieder in Orden, wieder den tierischen Ernst. Draußen demonstriert eine von linken oder Umweltgruppen initiierte Demonstration gegen rechts. Und dann kommen CDU und FDP-Politiker, Armin Laschet und Christian Lindner, vorbei an dieser Gruppe. Und da wird gegen die skandiert und geschimpft und ihre Rechte, also Lindner und Laschet. Und drinnen sitzt ein weitgehend bürgerliches Publikum, teure Tickets, 250 Euro aufwärts, und buhen Ricarda Lang aus, die dort eine Rede gehalten hat. Das zeigt, dass es auf beiden Seiten unglaublich verhärtet ist, teilweise von Hass gegenüber dem politischen Gegner geprägt ist. Dass entweder ist es ja nur eine anekdotische Evidenz, aber es zeigt eben auch die Demonstrationen gegen rechts, die so wünschenswert sind und so gut sind, aber dort dann CDU-Politiker nicht haben zu wollen. Das ist alles so traurig, ehrlicherweise. Moment, aber ich finde, wir müssen ich habe vorhin gesagt, ich nehme da auch aus meinem Laden, die grüne Jugend ist intern massiv kritisiert worden für bestimmte Äußerungen, die es ja auch in der Vergangenheit schon gegeben hat. Das ist Aufgabe der Parteien, solche Dinge dann auch bei sich tatsächlich zu korrigieren. Aber ich finde, es macht einen Unterschied, ob wir über Amtsträger, die einen Amtseid geschworen haben, ob wir über Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende reden. Ich finde, das ist ein Unterschied, und dass es Ministerpräsidenten machen, ist, glaube ich, etwas anderes als die grüne Jugend. Deswegen, ich bin schon längst weg von den Amtsträgern. Ich bin ja bei den Demonstrationen links gegen rechts. Ja, aber das ist ein Unterschied, und ich bin bei Ihnen und würde das auch offen sagen, dass die Demonstrationen nicht gegen rechts sind. Die sind gegen Rechtsextremismus und gegen Verfassungsfeinde. Das ist sehr wichtig. Wir sind nicht mehr sauber in der Sprache. Das müssen wir aber hinbekommen. Finde ich gut, dass Sie das sagen. Im politischen Spektrum rechts zu stehen, ist etwas völlig nicht zu beanstanden. Das ist erstmal eine politische Himmelsrichtung sozusagen. Das ist eine Einstellung, so wie es links gibt, gibt es auch rechts. Die sich Menschen zuschreiben. Und diese Trennung müssen wir hinbekommen und klarstellen. Ich werde beispielsweise am Sonnabend auf einer Demonstration sein, wo der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, glaube ich, auch zum Sprechen eingeladen ist, Herr Haseloff, von der CDU. Und es ist unglaublich wichtig, dass sich gerade auch CDU und FDP-Politiker in diesen Diskurs gegen Rechtsextremismus mit einbringen. Absolut. Zwingend notwendig. Volle Zustimmung. Aber wenn man dann hört, ich habe das ehrlich gesagt mit Fassungslosigkeit zur Kenntnis genommen, was Sie gerade so nebenbei gestreift haben, Herr Brücker. Die große Demonstration gegen rechts, wo war das? In Tübingen, glaube ich, ne? Das sind ja sehr viele gerade und überall finden sich... Nein, aber der explizite Wunsch, die CDU bitte nicht dabei haben zu wollen, weil die sind zu weit rechts außen. Aber wie viele Fälle waren das? Wo ist das? Ich habe es in Jena gesehen, ich habe es in Magdeburg gesehen, in anderen Städten. Da waren überall in Jena Mario Vogt andere mit dabei. Da habe ich überhaupt keinerlei Anfeind oder Ausladungen. Also das scheint mir, ich will das gar nicht ausschließen, dass es das gibt, aber zumindest in der großen Demonstrationswelle habe ich keine. Ich habe auf einer Demonstration, auf der ich gesprochen habe, darum gebeten, dass der CDU-Kollege vor mir sprechen kann, damit ich nicht diese Demonstration als Ministerin eröffne, sondern dass der CDU-Kollege als Erster zu Wort kommt. Dieses Bündnis gegen Rechtsextremismus, gegen Verfassungsfeinde, diejenigen, die unseren Staat aushöhlen wollen, das müssen wir hinbekommen.
Und alle, die daran arbeiten, sind eingeladen, das auch öffentlich klarzumachen. Ja, aber entweder wir haben einen Aufstand der Anständigen, der alle beinhaltet, oder die linke Seite darf definieren, wer anständig ist in diesem Land. Und sie brauchen sich nur die Plakate anschauen. Da brauche ich gar keine Initiatoren mehr. Sie schauen sich die Plakate gegen Friedrich Merz auf den großen Demonstrationen gegen rechts an. Du findest sie eigentlich bei fast jedem Foto. Und das finde ich teilweise einfach zu weit gehend. Der Mann steht sowas von auf dem Boden dieser Verfassung. Und ihn ständig in die Nähe der AfD oder Nazis Leid zu rücken, ist einfach fatal, weil es auch nicht hilft. Sehen Sie anders, Herr Quent? Ich sehe es ein bisschen schwieriger, weil die CDU ja eine entscheidende Schnittrolle einnimmt, gerade in diesem Jahr. Ja, wo positioniert sie sich? Wo positioniert sie sich in Ostdeutschland? Hat Friedrich Merz den Laden noch so weit im Griff, dass es nicht zu in irgendwelcher Konstellation dazu kommt, dass sich die CDU beispielsweise mit Stimmen der AfD bei den Ostwahlen oder bei den Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern zum Ministerpräsidenten wählen lässt? Und natürlich ist Friedrich Merz nicht Donald Trump, aber er bringt Äußerungen zum Vorschein, jetzt zuletzt wieder im Hinblick auf das Wahlrecht, ja, und das würde die Demokratie angreifen, wie wir es in den USA gesehen haben und so. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass es nicht die Versuche gibt, mit diesem Stil, mit Aussagen in diesem Bereich zu ja, wirklich jetzt? Also das würden Sie so sagen? Friedrich Merz ist für Sie, die CDU ist für Sie nicht eindeutig eine ganz glasklare bürgerliche Partei? Das habe ich nicht gesagt. Ich frage, weil das schwingt da mit. Und das ist genau der Sound. Und Herr Brücke hat auch den Punkt, wenn er sagt, ich glaube, es war Tübingen, wurde genau bei einer solchen Demonstration gegen rechts, wie man dann sagt, die CDU ausgeladen mit der Begründung, ihr seid zu weit rechts außen. Ich finde es, sorry, so können wir nicht miteinander umgehen. Ich glaube total, dass es die Fälle gibt. Aber die jetzt auf all diese Demonstrationen zu projizieren, die es gegeben hat, dafür sind die Unterschiede zu groß und auch die Kontexte zu unterschiedlich. Also ich die CDU ist eine bürgerliche Partei, ist auch eine demokratische Partei. Und gleichzeitig ist es mit großen Sorgen behaftet, wie sie sich weiter verhalten wird. Und schlicht aus dem internationalen Aber was Sie jetzt machen, ist vorauseilende Kritik einer möglichen Entscheidung im Osten Deutschlands. Ich mache gar keine Kritik. Ich gebe wieder, was ich wahrnehme, was diskutiert wird, was Sorgen sind, die vorhanden sind bei den Demonstrationen. Mir macht das andere Sorge. Mir macht es wirklich Sorge, wenn jemand wie Sie, den ich sehr ernst nehme, wenn der sozusagen den Namen Friedrich Merz ganz entspannt in einem Atemzug mit Donald Trump ausspricht. Das habe ich habe gesagt, es gibt Äußerungen, wie beispielsweise im Hinblick auf das Wahlrecht, wo er gesagt hat, Wahlrechtsreform ist doch eine völlig andere Dimension, Herr Quent. Das ist eine absolute andere Dimension. Ja, das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, dass es Trump ist ein notorischer Lügner, ist jemand, der prinzipiell Mist erzählt, der, wenn er vor Gericht sitzt, noch vergesslicher ist als Joe Biden, dem prinzipiell irgendwas einfällt, der irgendwas erzählt. Also wirklich, Friedrich Merz in einem Atemzug mit Donald Trump, das geht für mich nicht. Ja, nochmal, die SPD hat es im Wahlkampf ja gemacht, Armin Laschet als Trump-Light zu bezeichnen. Der Parteichef selbst, der hat Videos, ja, aber auch Armin Laschet, Videos fabriziert, die sind eher an der Trump'schen Republikaner Kampagnen-Motto eher als irgendwie jemals Äußerungen von Friedrich Merz. Ich finde, wir müssen einfach aufhören, ja, mit diesen schiefen Vergleichen, abrüsten, die keinem helfen. Donald Trump ist ja auch ständig der Inbegriff alles Schlechten, und jedem, den wir politisch irgendwie in eine Richtung verorten, die uns nicht gefällt, ist dann ein Mini-Trump. Ich kann es allmählich auch gar nicht mehr hören. Und natürlich radikalisieren sich dann die Leute, erst recht die Wähler dieser Menschen, weil sie sagen, von dir lasse ich mich jetzt nicht auch noch sagen, dass das, was der da gerade gesagt hat, so ist wie Donald Trump. Jetzt bin ich erst recht in diesem Lager. Das hat auch ein Soziologe neulich mal in dieser Sendung gesagt. Man muss aufpassen, dass man die dann nicht bestärkt in ihren ideologischen Schützengräben durch solche... Aber was in unserem Land gerade passiert, ist doch etwas anderes. Es mag Aussetzer und falsche Vergleiche, von mir aus auch diffamierende Vergleiche, in verschiedene Richtungen gegeben haben. Was in unserem Land im Moment passiert, ist, dass hunderttausende Menschen aufstehen, für Demokratie, für Freiheit, für diese Verfassung demonstrieren. Und die Schilder mögen irgendwo aufgetaucht sein. Aber das ist nicht das, was gerade passiert. Sondern in den ganzen kleinen und mittleren Städten, und das ist neu, das hat es vorher nicht gegeben, setzen sich die Menschen für ihr Land, für ihre Verfassung, für ihre Demokratie ein. Ich finde, das ist eine solche Veränderung, die gerade passiert. Ich habe wirklich das letzte Mal 89 erlebt, dass die Menschen für Freiheit, für freie Wahlen, für nicht gefälschte Wahlen, für Demokratie so auf die Straße gegangen sind. Und das jetzt über mehrere Wochen hinweg. Ich hätte die Bitte auch an unsere Runde hier, dass wir das nicht zerreden, weil Dinge auch schlecht gelaufen sind an bestimmten Stellen. Aber dieses so starke Symbol unserer Gesellschaft gegen Rechtsextremismus, das sollten wir als allererstes in den Mittelpunkt stellen.